So, Hallöchen zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Wir hatten das Let's Play zwar offiziell eigentlich eingestellt, aber ich habe mir gedacht, ich habe gerade so ein bisschen Leerlauf und gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Wir waren, wenn ich mich nicht irre, mitten auf Coruscant und haben dort irgendwelche Schmuggler, Banditen etc. gejagt. Was nicht weiter spannend war. Aber mein Gott, so ist das halt mit dem Questen. So. Meine Fähigkeiten wurden zurückgesetzt. Ja, ja. Und der Gildenbetrieb wurde eingestellt. Und zwischen zwei Twi'leks kommen wir wieder zum Leben. War ich immer schon so dünn? Naja, okay. Zurückgesetzt. Schön, worauf haben wir nochmal geskillt? Ich glaube Schläger, oder? Mhm. Oder hier drauf? Wir konnten uns auf jeden Fall unsichtbar machen, aber ich glaube, das können hier beide Bäume. Was haben wir denn da? Erhöht durch Vital... Was benutzen wir eigentlich nochmal? Lange her, lange her. Halbes Jahr. Okay. Schuss, Schnellschuss, Vitalschuss. Okay. Kritische Trefferchance mit Rückenschuss und schneller Schuss. Ach Gott, dass man das nicht sehen kann hier. Schneller Schuss warst du? Ja. Erhöht, bewirklich. Naja. Das sieht so doch schon mal ganz gut aus. Was hier erhöht eure Bewegungstempo in der Tarnung. Erhöht euren Blasterhieb, Schnellschuss und Rückschuss verursachten Schaden. Ach, das klingt gut. So. Was ist das denn für ein lustiges Zeichen, was der über dem Kopf hat? Das ist aber neu. So, wo müssen wir hin? Lass mal raus hier. Ich habe gedacht, wir machen jetzt mal so, ja, anderthalb Stunde, so ein bisschen weiter halt, damit Star Wars The Old Republic nicht ganz in Vergessenheit gerät. Immerhin bald F2P das Game. Ach, wir waren hacken. Gut, das gibt Geld. Sehr schön. 200 Credits. Und da sagt noch einer, das lohnt sich nicht, hacken zu skillen. ich würde sagen, ich finde diesen Beruf eigentlich immer noch ein bisschen albern. Denn beim Berufe-Leveln soll es ja mehr darum gehen, irgendwie Geld durch den Handel zu verdienen, indem man für andere was herstellt. Hier verdient man allerdings jetzt Geld dadurch, dass man, naja, was ist denn das hier? Loyalitätsbelohnung. Ach, erst ab Stufe 20. Oh, da ist noch was. Ah, mein Haustier. Mein Town-Town. Ja, den habe ich auf Main auch schon abgeholt. Ich habe seit neuestem wieder Abo. Wo ist er denn? Oh, oi, 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 ist der niedlich. Ist der niedlich. Bist ein feiner Town-Town. Ein guter Town-Town. So, weiter geht's. Es ist die Frage. Ja, die Karte zeigt uns, dass wir hier hin müssen. Also da lang. Sprich mit Blabla. Suche nach Blabla und sprich mit Blabla. Ja, das war mir klar. Aber wohin jetzt? Willkommen. Hallo. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Damit ist doch schon alles klar und jetzt können wir wieder dieses schöne Feeling von Coruscant erleben. Die Grafik ist spürbar besser geworden übrigens. HD-Texturen, höhere Auflösung, Anti-Allei-Dingster, Kantenglättung ist auch drin. Ja, man merkt immer wieder deutlich, dass ich kein Englisch sprechen kann. Und das ist auch wohl eine Tatsache, die ich wohl nie mehr lernen werde. Ach, übrigens habe ich euch schon meinen Stammbaum gezeigt. Das ist er. Der Stammbaum des Silence-Vermächtnisses. Und was sind wir? Wir sind... Was heißt denn das nochmal hier? Ah. Schade, dass man hier die Informationen hier nicht irgendwie sich anzeigen lassen kann. Ich glaube, wir waren Adopt... Nee, wir waren Kind... von Irohini. Also direkt danach kommen wir meines Main-Chars.
Das ist eine nette Spielerei, aber eigentlich mehr auch nicht. Was richtig interessant ist, das sind hier die Future, die man sich freischalten kann. Zum Beispiel könnten wir uns... Was könnten wir uns... Hier sind die Charaktervorteile. Wir könnten uns jetzt mehr Erfahrung kaufen hier. Sonstiges Freischaltung, Vermächtnis, Opfer, bla bla bla. Vermächtnis des Kampfes, Faustangriff. Achso. Aber irgendwie hatten wir doch auch die Buffs der anderen Klassen. Ah, hier. Wir können uns jetzt den Jedi-Botschafter-Buff nicht in die Leiste ziehen. Ich dachte, das klappt. Ja. Warten wir in die Zauber. Wo ist mein Zauberbuch? Ah ja, hier. Gefährte-Vermächtnis. Ah, ist noch gar nicht freigeschaltet. Schade. Dauert wohl noch. Naja, dann... jetzt renne ich hier doof rum. Ja, wir dürfen auch doof rumrennen. Haben wir nicht schon einen Gleiter? Nein, wir haben noch keinen Gleiter. Aber wir haben eine Thermalgranate. Das ist doch schon mal was. Das ist ein Anfang. Ab wann konnte man noch mal Gleiter in diesem Spiel haben? Oh, ist das alles her. Wir sind Level 15, sind aber auf dem besten Weg zu Level 16. Und ich glaube, ich laber mich hier um Kopf und Kragen. So, jetzt haben wir Erfahrung bekommen. So, hier stehen sie rum. Die wahre Elite. Oh Gott. Ich hasse solche Gildennamen. Da vorne ist unsere erste Quest hier. Neben dem Gemüsegarten. Sind die auch neu? Das sieht so fröhlich und freundlich aus. Normalerweise Coruscant sah doch immer so langweilig aus. Aber gucken wir mal, was Jafke von uns will. Hey, ihr da. Moment mal. Nein, nein, seht mich nicht an. Tut einfach ganz natürlich, als würdet ihr mit niemandem reden. Jafke ist mein Name. Sicherheit der Republik. Ist die Luft rein? Seht ihr Justikar-Patrouillen? Seid ihr immer so schreckhaft? Wenn ich an einem solchen Ort bin, ja. Ich hatte bereits mit den Justikaren zu tun. Glaubt mir, diese Leute sollte man nicht unterschätzen. Wieso bin ich da nicht alleine hier? Ich sollte die Signalstörer der Justikare unterbrechen, damit die Sicherheit der Republik diese Leute mal unter die Lupe nehmen kann. Anfangs war die Sicherheit der Republik noch begeistert von den Justikaren. Eine Bande von Ex-Soldaten, die als Miliz die Straßen sicherer machen wollten. Eine Miliz bestehend aus Veteranen? So etwas würde ich lieber meiden. Die Sicherheit der Republik hoffte, die Justikare würden mit unseren Leuten zusammenarbeiten. Ordnung in die unteren Ebenen von Coruscant bringen. Aber sie haben die Kräfte der Republik ebenso beiseite geschoben wie die Kriminellen. Sie wahren den Frieden da unten, aber sie stehen nicht auf unserer Seite. Wenn die Justikare nicht für die Republik arbeiten, für wen arbeiten sie dann? Keine Ahnung. Sie haben die Schwarze Sonne und die anderen Banden vertrieben. Aber ihre Absichten sind unklar. Wir haben versucht, sie zu überwachen, aber ihre Signalstörer haben jeden Versuch vereitelt. Ich dachte, die Störer auszuschalten würde leicht sein, aber die Justikar-Patrouillen sind überall. Das klingt ja nicht so toll. Es ist nur... Ich lasse meine Leute nicht gern im Stich. Sie zählen doch auf mich. Ihr macht den Eindruck, als könntet ihr es schaffen. Jedenfalls eher, als ich es könnte. Ich habe die Geräte, um die Störer der Justikare zu blockieren. Sie müssen nur noch installiert werden. Könnt ihr das übernehmen? Das sollte klar gehen. Besten Dank auch. Hier, nehmt diese Geräte. Sie müssen an verschiedenen Punkten im Gebiet platziert werden. Gerade das ist das Schwierige, denn die Justikare sind überall. Wenn ihr die Geräte platziert habt, macht euch auf den Rückweg. Viel Glück und danke. So, damit haben wir wieder eine Quest mehr und wir gucken mal, wo es weitergeht. Da oben möchten wir jetzt das erste platzieren. Wie komme ich denn dahin? Das ist doch... Einfach mal da oben lang. Wir haben ja Zeit. Oder wir gehen hier einfach rein. Folgen wir diesem netten, freundlichen Jedi-Ritter. Das reicht jetzt! Geht
auch noch einer auf uns drauf. So. Das Deckungssystem finde ich immer noch richtig genial. Das macht Spaß. Noch eine Bombe. Erwischt. Also schwer ist anders. Also macht Spaß. So, müssen wir es jetzt hier? Ne, ich glaube, wir sind hier falsch, oder? Ja. Aber da lang geht's auch nicht. Ist ja doof. Jetzt haben wir uns hier umsonst drinnen vorgekämpft. Naja, umsonst kann man nicht sagen. Wir haben ja immerhin dafür Erfahrung bekommen. Kann ich den jetzt eigentlich irgendwie kapern? Nee. Geht mir auf den Keks, wenn der so direkt neben mir steht. Ey, wo kommt denn der Roboter daher? Der war vorhin noch nicht da, also er war ziemlich aggressiv. Ah. Hä? Da bin ich auf den Kabel gerutscht. Für eine Spezialisierung habe ich jetzt eigentlich nochmal genommen. Also ich weiß, dass wir die hatten mit der mit dem Heilbaum drin. Aber so ganz sicher, was jetzt unsere Kernfähigkeiten und Kompetenzen sind, weiß ich jetzt auch nicht. Bewahre kühlen Kopf, gewinne 3 Sekunden lang. Was, das können wir jetzt alles noch erlernen. Ducken. Na gut. Wir müssen uns einfach wieder ein bisschen reinarbeiten. Ich meine, wir haben es ja damals geschafft und wir werden es auch jetzt wieder schaffen. Obwohl, ob wir uns jetzt großartig... Da vorne um die Ecke müssen, warum? Übrigens hier auch, wie in WoW, Massenloot. Wer die Idee zuerst hatte, lasse ich mal einfach mal weggestellt. Ich glaube aber in dem Fall war es sogar Star Wars The Old Republic. So, komm, roll dich dahin. Allein durchs Monster besiegen haben wir jetzt schon richtig... Was heißt Monster besiegen? Durchs NPC besiegen haben wir jetzt schon einiges an Erfahrung bekommen. Das ist doch schön.